Das ist mein eigener Funko Pop. Und wie ich diesen gemacht habe, das seht ihr nach dem Intro. Aufmerksame Zuschauer haben bereits gemerkt, dass immer im Hintergrund eine Funko Pop Figur steht. Und das ist eben die hier, das kleine Ronald McDonald's. Sie ist zwar cool, weil sie mit McDonald's zu tun hat, aber trotzdem wollte ich auch eine eigene Figur haben. Eine Figur mit einer Krone, wie sie eben auch in meinen Zeichnungen und damaligen Videos zu sehen war. Und auf jeden Fall irgendetwas eben mit McDonald's. Und da war es wunderbar, dass der Streamer Knossi seine eigene Funko Pop Figur bekam. Das macht es mir um einiges einfacher, meine eigene Figur zu kreieren. Aber legen wir einfach mal los. Ich schaute mir an, welche Sachen ich an der Figur verändern muss und welche ich eben lassen kann. Da Knossi auch solch eine Krone trägt, ist es also ideal, dass der Funko Pop schon eine besitzt. Mit Acrylfarbe färbte ich erst einmal die Haare dunkler. Entfernte alle Logos und versehte sie mit einem McDonald's Logo. Da ich meine Videos auch mit weißen Kopfhörern schneide, fand ich eigentlich die Idee cool, diese auch beim Funko Pop drin zu lassen. Bei der Flasche war ich mir anfangs einfach nicht sicher, was dorthin soll. Ich habe erst was versucht mit einem McDonald's Becher, dann auch mal mit einem Happy Meal, aber das sah irgendwie alles blöd aus. Und so habe ich mich dann schließlich für eine originale Tüte von McDonald's entschieden. Und fertig ist der Mac-Scott Funko Pop. Ich finde ihn wirklich großartig und ab sofort, da wird mein kleiner Funko Pop hier seinen festen Platz hinter mir bekommen. Ja, und das war's auch schon mit diesem mal etwas anderem Video. Ich wünsche euch ein bigtastisches neues Jahr und bis bald.